Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wie kann es eigentlich sein, dass es keine Einhörner, aber Giraffen gibt? Ich meine, was ist wohl wahrscheinlich? Ein Pferd mit Horn oder ein Leoparden-Elch-Kamel mit 3 Meter Hals? Warum kommen in der Sendung Blaulichtreport eigentlich ständig Fälle über das Rotlichtmilieu? Verbringst du Weihnachten auch mit deinen Lieben? Nein, mit meiner Familie. Beerdigung auf dem Dorf zusammengefasst. Erst betroffen, dann besoffen. Der Umwelt zuliebe gibt es dieses Jahr nur Glühwein von glücklichen Glühen. Das Geheimnis von Schleichwerbung ist, dass Aldi-Werbung gar nicht auffällt. Komm mal, scheiße, die beste Entscheidung deines Lebens. Ich kann einfach keine Witze erzählen. Ich verpörnte jedes Mal die Kacke. Die Knöllchenschreiber tragen jetzt gelbe Warnwesten. Vermutlich, damit man sie leicht überfahren kann. Mein Superheldenname ist Ironiemann. Der Adler erhob sich graziös in die Luft, wie ein Wehrmachtssoldat, der in der Schwerelosigkeit auf eine Tretmine steigt. Als ich ein Kind war, sind meine Eltern ganz oft umgezogen. Ich habe sie zum Glück immer wieder gefunden. Altes russisches Sprichwort. Hast du Frau mit Bart? Kann sein, isst mal. Ich will mein Hobby zum Beruf machen. Jetzt fehlt mir nur noch ein Hobby. Die Pilotenprüfung ist schwer zu schaffen, wenn man das Lehrbuch drüber fliegt. Ihre Liebe brannte wie eine Harnwegsinfektion. Ich habe die Wohnung nur, weil meine Mutter mit dem Vermieter geschlafen hat. Carsten, 21, wohnt in der Wohnung seines Vaters. Was machen Pornodarsteller auf christlichen Pornoseiten? Die Zeugen Jehovas. Black Friday, Cyber Monday, Privatinsolvenz Tuesday. Tortenstille, wenn niemand etwas sagt, weil alle mit Kuchenessen beschäftigt sind. Ich studiere Arbeitsvermeidung im 17. Semester. Ist mir zu viel Text, hört einfach zu, verdammt! Ein Bekannter meinte zu mir, ich solle einfach mal die andere Hand nehmen und ganz ohne Porno nur in Gedanken masturbieren. Das wäre wohl viel schöner. Alter Besserwichser. Warum bist du noch Single? Willst du keine Freundin haben? Warum bist du noch kein Millionär? Magst du kein Geld? Ich lasse mich nicht gerne korrektieren. Joggingklamotten angezogen, Seitenstechen bekommen. Fremde Menschen im Bus sind wie Batterien. Wenn man sie anleckt, dann merkt man, wie viel Energie sie noch haben. Außen Horst, innen Minister. Und der Kommentar der Woche aus Folge 211 ist von Sun Ruffy Uzumaki. Laut WikiLeaks werden bei Folge 1000 alle bisherigen Witze von Marty Fischer gesungen. Ja, da würde ich jetzt nicht so drauf wetten, aber mein Wunsch ist es tatsächlich, in diesem Leben auf diesem Kanal 1000 Folgen lustige Witze zu produzieren. Also selbstverständlich nur in dem Fall, wenn ihr weiterhin fleißig Daumen rauf gebt und dieses Video euren Freunden zeigt. Schreibe auch du einen Kommentar, um vielleicht Kommentar der Woche in Folge 213 zu werden. Haut raus! Daumen hoch und like und abonnier, like und abonnier, YouTuber! Daumen hoch und like und abonnier, like und abonnier, YouTuber!